Hallo, ich bin's wieder vom Kanal Strom rein, Spaß raus. Dieser Kanal wird unterstützt von Charge Ninja, dem Spezialisten für Wallboxen, mobile Ladegeräte und Ladekabeln. Ein 10% Rabattcode findet ihr in der Videobeschreibung. Hallo, ich wollte euch heute mal ein Update geben auf die verschiedenen Ladekarten. Und zwar hatte ich das letzte Mal die ESB-Ladekarte empfohlen, die TWS-Ladekarte, die Stadtwerke Gotha und den Enel X-Ray-Ladekarte. Und da hat sich tatsächlich einiges getan. Aber erstmal der Reihe nach will ich erstmal nochmal die Ladekarten hier zeigen, die ich immer noch empfehlen kann. Hier zum Beispiel, wie gesagt, die ESB-Ladekarte. Da bezahlt man 4,90 € im Monat. Man kann dann an AC-Ladesäulen für 38 € pro Kilowattstunde laden und an DC für 48 € pro Kilowattstunde. Und das natürlich nur im Ladenetz, das ist klar. Da haben wir noch eine Ladekarte von TWS. Die ist zwar ein bisschen teurer wie die andere Ladekarte, aber man kann es tatsächlich noch bestellen. Da kostet AC-Laden 35 Cent und DC-Laden 45 Cent im Ladenetz. Und im Roaming kostet AC 55 Cent pro Kilowattstunde und DC 65 Cent pro Kilowattstunde. Und da kostet die Karte nur 7,50 € im Monat. Wie gesagt, das ist nicht die billigste Karte, aber die gibt es halt noch. Alle Ladekarten, die ich heute vorstelle, bis auf die Enel X-Ladekarte, die funktioniert im Ladenetz und zwar im Roaming und im normalen Ladenetz. Am einfachsten ist, wenn man sich die ladenetz.de App installiert und dort nachschaut, welche Ladesäulen integriert sind. Und bei dieser ESB-Ladekarte sind alle Ladesäulen freigegeben, die im Roaming sind oder auch direkt im Ladenetz. Wenn ihr mal schaut, es sind einige tausend Ladepunkte hier registriert. Das Einzige, was ihr jetzt machen müsst, noch in den Einstellungen auf Ladekarte noch einzustellen, weil es gibt ja keine ESB-Lade-App. Deswegen müsst ihr halt wirklich selektieren nach Ladekarte. Übrigens sind alle Ionity-Ladesäulen in Deutschland und in Europa hier alle im Ladenetz integriert und damit mit der Ladekarte von ESB oder den anderen auch freischaltbar zum selben Preis. Ihr könnt in der Ladenetz-App hier dementsprechend das hier selektieren nach Roaming oder kein Roaming. Und wenn ihr den Ladepunkt dann anschaut, dann seht ihr hier, dass das kein Roaming ist. Und bei der nächsten Ladesäule mit diesem kleinen Weltsymbol links oben dran ist eine Roaming-Ladesäule, dementsprechend andere Tarife. Und das ist halt speziell bei der TWS-Ladekarte ganz interessant oder wichtig, dass man halt weiß, welche Ladesäule man gerade bedient, ob das eine Roaming-Ladesäule ist oder nicht. Bei der ESB-Ladekarte sind das die gleichen Preise für Roaming und Nicht-Roaming. Das ist halt nur zu beachten. Es kommt eben ganz auf euer Fahrprofil an, ob ihr nur öffentlich laden könnt, ob ihr eigentlich zu Hause an der Wallbox ladet oder manchmal unterwegs oder eben dann sehr viel auf Reisen. Und dafür habe ich noch eine andere Idee für euch. Für echte Vielfahrer oder auch mal für einen Urlaub lohnt sich tatsächlich hier nochmal diesen Juice Pass sich anzuschauen. Und zwar handelt es sich hier um den Juice Pass von Enel X, dem italienischen Anbieter von Ladestrom. Normalerweise, wenn man sich die Ladepreise hier in der App anguckt, sind die extrem hoch, muss ich sagen. Aber die bieten halt zwei verschiedene Flatrate-Optionen an und die sind wirklich sehr interessant, muss ich sagen. In dem Flat Large Tarif kostet dann die Kilowattstunde im Schnitt nur 31 Cent und im Flat Small Tarif im Schnitt nur 36 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist wirklich schon klasse. Und das Beste dabei, die Preise gelten an allen Ladesäulen, an AC, an DC, an Allego, an Ionity, in Deutschland, in Österreich, in Schweiz, überall. Achtung, ich habe gestern eine E-Mail bekommen mit komplett neuen Preisen ab 27. März diesen Jahres mit neuen Paketnamen. Und zwar gibt es hier ein Travel Plus Paket für 99 €, da sind 320 Kilowattstunden enthalten. Ein Travel Paket für 69 € im Monat, da sind 160 Kilowattstunden enthalten. Und ein City Paket für 39 im Monat mit 80 Kilowattstunden. Wenn man sich das dann mal schnell ausrechnet, kostet die Kilowattstunde beim Travel Plus Paket 31 Cent. Beim Travel-Paket 43 Cent und beim City-Paket 48 Cent pro Kilowattstunde. Also eigentlich unterm Strich geht es eigentlich wieder. Wichtig ist halt für die Leute, die ein Abo abgeschlossen haben und dass sich nach dem 27. März verlängert, diese neuen Preise schon gelten. Was natürlich hier auch mit drin steht, dass die Preise sich dann nochmal erhöhen ab 1. August für das Travel Plus Paket auf 129 € für die 320 Kilowattstunden. Beim Travel-Paket auf 79 € für 160 Kilowattstunden, beim City-Paket dann 49 € für die 80 Kilowattstunden. Und da kommen wir dann tatsächlich auf einen Preis von im Schnitt 61 Cent beim City-Paket, 49 Cent beim Travel-Paket und 40 Cent beim Travel-Plus-Paket. Was recht positiv ist, dass man diese Enel X-Ray-Karte, die eigentlich 16 € kostet, beim Travel-Plus-Paket kostenlos nach Hause geschickt bekommt.
Wenn man dann auch bedenkt, was es normal kostet, einer Ionity Aralen BP zu laden, nämlich 79 bis 99 Cent pro Kilowattstunde, ist das über diesen City-Tarif, der eigentlich der teuerste hier von Enel X ist, für 61 Cent immer noch preiswert. Für diejenigen, die das Enel X noch nicht kennen, am besten das letzte Video anschauen, das habe ich euch mal oben verlinkt. Es empfiehlt sich tatsächlich, sich einen Ladekader für 16 Euro zu bestellen, da das Freischalten über die App manchmal ein bisschen fummelig ist und nicht immer wirklich funktioniert. Übrigens für diejenigen, die sich die Stadtwerk Gotha-Karte bestellt haben. Ich habe die übrigens auch am 4.3. bestellt und bis heute noch keine Karte erhalten, aber eben die Bestätigung, dass die Karte halt rausgeschickt werden soll. Da bin ich mal gespannt. Und hier noch eine ganz wichtige Info für Türkei-Reisende oder für türkische Tesla-Fahrer. Es wurde auf NTV veröffentlicht, dass jetzt Tesla berechtigt ist, unter 119 anderen Betreibern von Ladesäulen in der Türkei ein Ladenetzwerk zu errichten. Und was noch viel spannender ist, dass es halt nicht begrenzt ist für Tesla-Fahrer, sondern es ist markenoffen. Da kann jeder mit der Tesla-App an diesen Tesla-Superchargern laden. Das ist doch klasse, oder? Was haltet ihr davon? Oder von den neuen Tarifen von Enel X? Sagt's mir. Ein Like von euch fände ich total super und über ein Abo wäre ich total dankbar. Und wenn ihr die Glocke drückt, kriegt ihr immer die neuesten Videos von mir. Und danke fürs Zuschauen. Ihr könnt euch ja gerne meine anderen Videos auf dem Kanal mal anschauen. Da gibt es zum Beispiel eine Ladekurve bei minus 15 Grad oder die verschiedenen Ladeparks, die ich schon besichtigt habe, die größten. Oder hier eine Tour an die Costa Brava an einem Tag. Oder ein 500 Kilometer Hypermiling mit dem kleinen Tesla Model 3 Standard Range mit 55 Kilowattstunden. Oder vieles mehr.